So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist soweit, mein Guardian Cruiser ist fertig, aber bevor ich mit dem Video anfange, es gibt ein großes Technik-Update bei mir. Ich habe mir jetzt ein neues Mikrofon gekauft, das auch qualitativ sehr hochwertig ist, und ich habe einen neuen Laptop für 10 €. Also es hört sich jetzt nur so an. Also ich erkläre das nicht weiter, aber das ist ein richtiger. Ich habe den nur billig bekommen. Ich musste halt nur noch Windows nochmal neu drauf aufspielen. Und jetzt habe ich den. Jetzt kann ich auch anfangen. In Zukunft wird es immer höhere Qualität sein, Audioqualität vor allem. Gut, dann mache ich mal gleich weiter. Also hier ist der. Hier ist das Equip. Ich habe hier dreimal das harmonische Exophasenschild 3. Dreimal den Xeno Disintegrator Cannon 2 und einmal den Xeno Armor Thrusters 3. Was schade ist, es hat leider keine Axel Heavy Talonite Armor 2 drauf gepasst. Wie ihr hier sehen könnt, wenn ich das ersetze, geht nicht. Wenn mein Kreuzer aber Mark 2 ist, wird es höchstwahrscheinlich gehen und das werde ich dann noch umbauen. Also ich zocke euch gleich mal einen Kampf mit meiner Flotte. Und das Problem ist, ich habe leider noch keine Maus für meinen Laptop. Deswegen wird es ein bisschen kompliziert sein mit dem Steuern, aber sollte auch nicht allzu schwer sein. Übrigens, ich werde jetzt meinen Spielebereich etwas erweitern mit anderen Spielen. Wenn ihr gerne ein Spiel habt, das ich vorstellen könnte, das aber, wenn es jetzt ein PC spielbar ist, schlagt mir bitte vor. Würde ich gerne machen. Aber am besten ein Spiel, das kostenlos auf Steam ist. Die Sache ist, ich kann auf Konsolen nicht aufnehmen und Geld dafür auszugeben, habe ich jetzt auch nicht wirklich vor. Also Handyspiele kann ich auch machen. Das ist halt ein bisschen schwer aufzunehmen und ja, ich sollte es auch hinbekommen. Also wie ihr sehen könnt, der Kreuzer hat 3 Schilde, der hält eigentlich alles aus. Die Sache ist, der macht halt nicht wirklich viel Schaden im Vergleich zu seinem Leben. Gut, die Schilde dieser anderen Kreuzer sind halt die Hauptsache. Gut, habt ihr jetzt gesehen, hier ist noch mein schöner Paladin. Den werde ich jetzt die restlichen einfach ab killen. Es kann auch sein, dass sie Hintergrundgeräusche hört. Denn, oh, jetzt habe ich den Planeten vergessen. Denn das Mikrofon ist sehr empfindlich und kann auch Hintergrundgeräusche oder Schall aufnehmen, der jetzt von den Wänden kommt. Ich habe ja auch noch einen Popschutz gekauft, aber der ist noch nicht da. Und für das Mikrofon. Eigentlich sollte das Mikrofon erst am Freitag kommen, ist aber jetzt irgendwie schon da am Donnerstag. Das gibt keinen Sinn, aber okay. Ich bin zufrieden. Gut, ich würde jetzt mal erwarten, es hat so 4-5 Minuten Reparatur. Wir werden es gleich sehen. Ganz gerade schon drauf. Wie man hier aber nämlich sehen kann, alleine das Ding hat schon 9 Millionen Fracht, ohne dass ich extra Fracht eingefügt habe. Also das Ding ist schon, die Xeno und Paladin Sachen haben. Oh, 10 Minuten. Habe ich nicht erwartet. Gut. Wie gesagt, die Xeno und die Axis Schiffe haben extrem viel Fracht. Das sieht man hier auch. 9 Millionen alleine selbst. Wie gesagt, gut. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.